Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Es ist 8:30 Uhr, Freitag, der 19. November. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Ja, heute ist kleiner Verfallstag. Madame Lagarde spricht heute und wir werden trotzdem mit kleinem Risiko heute traden. Und ich starte hier mit 16.300. Dort oben mit der sogenannten Big Number, geringem Risiko. Und wir sehen ein Gap, eine Kurslücke hier bei 16.242. Ein Gap also von aktuell 41 Punkten, die geschlossen werden könnte, sollte. Wir werden es sehen. Und wir blicken dann auf die Blue Boxen von gestern. Da wechseln wir auf den Minutenchart, gehen hier in den Autoscroll-Button rein und sehen das Ganze hier. 22er, 17er, ja, das waren relativ spät abends. Gestern dann nochmal diese 22er, auch die ist sauber in den Gewinn gelaufen im DAX. Gucken wir mal, dass wir vielleicht heute auch noch eine Box hier bekommen. Wer das Risiko heute scheut, wegen dem kleinen Verfallstag, der sollte sich aus dem Markt fernhalten und erst Montag wieder in das Geschehen einsteigen. Das hier nun mal der Hinweis, ja, bei Fragen. Fragen Sie einen Arzt und Apotheker. Dementsprechend möchte ich das hier nochmal als Hinweis geben. Wir gucken uns jetzt mal die Vola-Boxen an. Das sind die grünen. Gestern ja hier mit angepasst, diesen Move nach unten genommen. Und dann haben wir hier MTX auch gestern den Move nach unten genommen, beziehungsweise Kijun Sen. Und jetzt schauen wir mal, wo kommt die Vola-Box heute rein? Vola-Box wird reinkommen bei 16.294, das heißt um die 16.300, also direkt hier, wo der auch gestern aufgehört hat. Das der Forecast, wir gehen kurz rein in die Wettervorhersagen und ich fange heute an mit Ethereum. 4.000 Dollar, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long auf Ethereum. Bitcoin geht weiter runter, 56.000. Daily immer noch Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch Short, 56.000. Zum ersten, zum zweiten und zum dritten gehen wir weiter nach oben. Der nächste Markt in unserer Liste ist der Dow Jones. Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 auch Long. Also auch hier mehr Longs als Shorts in den Zeitebenen. S&P 500, Daily Long, All-Time High. Ja, Rekordhoch. Sehen wir hier 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 auch Long. Kommen wir zur Technologiebörse Nasdaq. Daily Long, auch hier All-Time High heute Nacht. Rekordniveau. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Short. Kommen wir zu den JR Ewing Trade Öl. Daily hat er direkt am gleitenden Durchschnitt erstmal gehalten. Wir sehen es hier. Daily Long, 4 Stunden Short. Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 auch Long. Gold, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch Short. Und der letzte Markt ist der DAX. Gap Up, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long. 30 Long, 15 Long, 5 Minuten auch Long. Alalala Long. Also alles Long. Dann gucken wir mal, wie sich die Kurse hier bewegen. 16.292. Wir befinden uns kurz vor dem neuen Lockdown und die Märkte steigen. Also bin gespannt.
16.292, wo die Reise noch hier hinläuft. 16.307 gehen wir long, 16.292 gehen wir short. 194 long the Volabox. Und ich möchte hier nochmal auf die Gefahren hinweisen. Madame Lagarde spricht ja um 16.294 long. So, der Trade ist in den Gewinn gelaufen.